Hallo ihr Lieben, es ist soweit, die Verlosung steht an. Erst einmal vielen, 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 vielen Dank für die ganz, ganz lieben Kommentare. Ich habe mich riesig gefreut, dass meine Projekte und auch meine Videos bei euch so gut ankommen. Ich habe insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, obwohl ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal gezählt, 53 Kommentare bekommen. Ich habe jeweils die Namen auf einen Zettel geschrieben und in meine Schale gepackt. Ich wünsche euch allen viel Glück. Starten werden wir mit dem dritten Preis. Da sage ich euch nochmal eben, was das war. Und zwar war das eine Tubo Tombow und ein Stampin' Spritzer. Und dann schauen wir mal. Ich hätte vielleicht doch eine größere Schale nehmen sollen. Wer das denn gewonnen hat. Also, da fällt wieder eins raus. So, mal drin rumwühlen. Der dritte Preis geht an Simone Genau. Liebe Simone, herzlichen Glückwunsch. Dir hat das Projekt Boxed in a Bag gefallen. Ich habe mir da zusätzlich immer die Projekte draufgeschrieben, welche euch denn gefallen haben. So. Dann kommen wir zum zweiten Platz. Ich mische das nochmal durch. Der geht an, das will nicht aufgehen, Sonja Voskuhl. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Verzeiht mir, wenn nicht. Du bekommst von mir den Tombow und den Blender Pen, den Mischstift. Auch an dich, liebe Sonja, herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir zum ersten Platz, das Stempelset. Also, nächstes Mal wird es eine größere Schale geben. Das Stempelset geht an Melanie Zudack. Liebe Melanie, auch an dich herzlichen Glückwunsch. Du hast das Stempelset gewonnen. Alle anderen beim nächsten Mal vielleicht. Die nächste Verlosung kommt bestimmt. Ich lege das nochmal hier hin. Ich hatte ja in meinem Video gesagt, dass ich auch noch eine kleine Überraschung mit reinpacken werde. Und zwar habe ich mir deshalb die jeweiligen Projekte damit draufgeschrieben, weil ich euch das Material dafür gerne zukommen lassen möchte. Als kleines Mitgebsel. Schreibt mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse schreibe ich euch unten in die Infobox, damit ich weiß, wo ich es hinschicken darf. Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele mitgemacht haben. Und beim 2000 gibt es wahrscheinlich wieder eine. Ja, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!